Hi Freunde, Mottenmann hier. Heute stelle ich euch eine der stärksten Aschen im Spiel vor, also Beschwörungszauber, sage ich mal, und zwar die Imitatorenasche. Ihr beschwört quasi eine Imitation von euch selbst, die kann angreifen wie ihr, die kann die Fähigkeiten, die kann alles wie ihr. Und die Besonderheit ist, sie kostet keine Mana-Punkte, sondern Lebenspunkte. Heißt, ihr benutzt sie, könnt einen Heiltank wirken, seid wieder voll und habt quasi einen, wenn nicht sogar den stärksten beschworenen Begleiter euch zur Seite. Wie ihr das Ganze bekommt, was ihr dafür machen müsst und wie genau der Parcours aussieht, zeige ich euch in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo auf meinen Kanal. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ich zeige euch jetzt den Weg, den ihr gehen müsst, um quasi die Imitatorenasche zu bekommen. Und dafür gehen wir in Nargrim, die ewige Stadt. Die ist natürlich im Untergrund. Und zwar zum Spawnpunkt Wald der Ahnen. Wenn ihr nicht wisst, wo die Stadt ist, ich verlinke euch unten ein Video in der Beschreibung. Dort könnt ihr genau sehen, wie ihr zur Stadt kommt. Und ja, wie ihr da hinkommt. By the way, ein Kumpel, der gerade schon da war, mit dem ich im Discord immer zusammenspiele, hat mir gesagt, er hat hier oben eine Quest angenommen von Rinna. Und für diese Quest musste er eine goldene Nadel finden. Die gibt es auch hier quasi im gleichen Weg, den wir gerade ablaufen. Deswegen guckt, dass ihr vielleicht die Quest zuerst macht, bevor ihr das ablauft. Ich muss hier noch ein zweites Mal hin am Ende, um quasi das Item zu bekommen. Ja, wir gehen auf jeden Fall in der goldenen Stadt. Wir gehen jetzt hier runter und müssen so einen kleinen Parcours laufen über die Dächer. Und ja, hier gibt es so ein paar Secrets, die ich euch auf jeden Fall noch kurz nahelegen will. Einmal, wenn wir hier quasi an diesem Gebäude ankommen, ihr müsst da ganz nah rangehen. Wenn ihr jetzt hier von hier quasi abspringt, dann fallt ihr runter. Ihr seht, hier sind ganz viele rote Pfützen vom Runterfallen. Ihr müsst wirklich ganz nah abspringen, damit ihr hier rüberkommt. Die beiden Monster könnt ihr theoretisch ignorieren. Dieses Blub-Ding, das ihr habt, ist theoretisch auch das Monster, was ihr am Ende beschwört. Nur ihr erstellt halt eine Kopie von euch selber. Ja, wir gehen jetzt hier quasi geradeaus über diese kaputten, über diesen kaputten Brückenabschnitt, sage ich mal, und kommen jetzt hier oben auf so eine Art, ja, Palast zu. So, hier laufen wir einmal weiter drumherum. Hier ist auch noch ein Item hinter, das könnt ihr euch natürlich holen. Und eine Kugel, ich glaube, die Kugel heilt euch. Na, auf jeden Fall hier vorne seht ihr es, eine verschlossene Tür. Hier müsst ihr dann so einen Steinschlüssel usen. Ich zeige euch den nochmal kurz. Wo ist er im Inventar? Wo haben wir die Schlüssel? Hier müsst ihr bei sein, ne? Genau, hier sind Steinwertschlüssel, den könnt ihr dann hier reinstecken und dann geht das Fenster auf. Und dann müsst ihr quasi noch dieses Monster hier besiegen, das relativ schwach ist. Und lootet hier diese Kiste und in dieser Kiste kommt dann hier die Imitatoren-Tränenasche heraus. Ja, wenn ihr dann hier drin wart, lauft ihr hier quasi weiter und springt hier am Balkon, beziehungsweise lauft hier runter, springt hier runter, wie auch immer, und kommt in den Raum mit der Kugel. Kugel sieht erstmal nicht gefährlich aus, wenn ihr allerdings zu nah rangeht, fängt die Kugel an sich zu bewegen und sie rollt immer in eure Richtung und will euch quasi platt walzen. Ihr geht einfach zur Tür raus, hier ist sie dann stuck und wenn ihr dann quasi draußen seid, könnt ihr die Kugel einfach umhauen und bekommt sogar noch als Dankeschön eine Larventräne gedroppt. Habe ich schon gemacht, deswegen bekomme ich keine mehr, aber theoretisch bekommt ihr eine Larventräne. Jetzt laufen wir weiter hier runter. Hier könnt ihr auch rechts dran vorbeigehen, diese Aschen imitieren wieder Gegner, teilweise euch selber, teilweise auch andere. Ich kann ja zwar meine hier beschwören. Das Coole an ihr ist, sie kostet wirklich 0 Fähigkeitspunkte und ist eine Kopie von euch selber, also ist sehr, sehr stark. Falls ihr natürlich selber stark seid, aber ich denke, ihr seid stärker als die beschwörenden Sachen, die ihr casten könnt und deswegen ist sie ziemlich nice. Hier unten läuft übrigens meine Asche rum. Können wir uns hier mal kurz angucken, wie sie kämpft. Ja, wenn sie gerade nicht ins Gesicht bekommt, ist sie eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Kann auch eure Spells einsetzen, kann eure Attacken einsetzen, kopiert euch quasi komplett. Ja, hier oben findet ihr dann das Quest-Item. Ich habe die Quest leider noch nicht angenommen, deswegen sagt ihr mir, dieser Weg ist euch derzeit verschlossen. Wenn wir die Quest haben, ist dieser Weg geöffnet quasi und ihr könnt das annehmen. Am Ende könnt ihr dann hier durchs Portal gehen und kommt wieder oben in der ewigen Stadt raus.
Also habt ihr einen kleinen Parcours gelaufen und kommt dann wieder hier an dem Spawnpunkt raus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und ich hoffe, ihr benutzt die Asche. Die ist nämlich echt, also meiner Meinung nach, die stärkste, die es im Spiel gibt. Kopie von euch selber könnt ihr auch für den Endboss und für alles weitere im Spiel immer gut benutzen. Holt's euch auf jeden Fall, ist jede Minute wert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt die gerne in die Kommentare. Lasst unbedingt ein Follow bzw. ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da und unterstützt mich damit. Wäre ich euch sehr dankbar. Wenn ihr Leute zum Spielen sucht von Elden Ring, zum Beispiel mich, meine Kumpels oder auch andere Leute, die uns inzwischen gejoint sind, kommt doch gerne auf unseren Discord. Da sind wir täglich quasi vertreten mit unseren Menschen. Erkunden Elden Ring zusammen, erkunden alles, was Elden Ring sich zu bieten hat. Hier sind wir übrigens gerade vorbeigelaufen, sehe ich gerade, da unten. alles, was Elden Ring zu bieten hat. Wir erkunden alles, wir helfen uns gegenseitig. Also kommt gerne dazu, würde ich mich sehr freuen. Und lasst mir ein Follow auf Twitch da, wäre natürlich auch sexy. Und wenn ihr mich nochmal besonders unterstützen wollt, lasst ein Prime-Sub da. Kostet euch im Zweifel nichts und hilft mir echt weiter. Ja, das war es quasi von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ich wünsche dir noch viel Spaß in der Welt von Elden Ring und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao!